So, Leute. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir spielen jetzt nah Jungle. Wir etablieren das Ganze, wir werden ihn auf volle Möhre Damage bauen. Wie viel Damage? Ich bin am überlegen, ob es 800 oder 9000 AD werden. Sehen wir dann. Ich würde sagen, wir fangen mit W an. Warum nah Jungle auch gut ist? Ich habe nämlich gecounterpickt, weil hier Cassadin da ist. Und gegen Cassadin ist es einfach gut. Da sind immer Auto-Tags, sind immer da. So, wir haben mit W angefangen, das heißt, wir werfen jetzt hier die Boomerangs. Ne? Wir haben diesmal Press the Freaking Attack mit dabei. Auto-Tags fliegen, Leute. Ja. Ai! Boah, das war gute Damage. Wir gehen auch direkt den hier, weil ich glaube, Solo-Target ist besser, was das angeht. Bro! No, no, no! Oh. Boah, machen wir nicht schwach. Da rennt er einfach weg. Da rennt er einfach der Name hinter. Ich meine, ich weiß, dass er eine Frische und Fische, das. Ne? Ist ja auch deren Ding, was die so machen möchten. Hm. Aber Mrs. Juli, ich habe sowas ähnliches tatsächlich auch mit Bienen. Ich habe mal so eine Art Bienennest weggeschoben mit einem Besen. Aus Versehen habe ich nicht gesehen. Ist mein Buff gerade gemacht worden? What the fuck? Und seitdem habe ich Wespenphobie. Aber ich übe schon so ein bisschen, dass ich versuche ruhig zu bleiben. Oh, ist das... ganz kurze, warum ist ein Cassadin... Ja, du kommst jetzt nicht in die Lane. Das kannst du voll vergessen, Alter. Können wir die beide battlen? Ich habe leider kommt. Oh Gott, zeig mir mal, what you got. Hier wird gebattelt. Hier wird gebattelt. Okay. Was ein Game, Alter. Komm, warum? Schade, dass ich nicht meine Q hätte. Sonst hätte ich den Flash bekommen von Mr. Cassadin. Unlucky, malucky. So, ich tue so, als würde ich nach oben laufen. Und jetzt gehen wir nach unten. Ich glaube, der komische Wurmgreiber kommt gleich. Aber vielleicht bin ich ja schnell genug. Er hat ja keinen Smite, I guess. Unemiko Stato Chizo. Das Ding ist, ich würde ihn am letzten direkt smiten. Aber, oh, das muss schneller gehen. Das muss schneller gehen. Give it to me, baby. Das muss schneller gehen. Kiten ist gerade nicht. Zack, sehr gut. Wir verwandeln uns gleich auch zum Megagnar. Damit können wir gleich den Taunty CC'en. Das ist eigentlich gar nicht so bad, I have to say. Taunty, kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte. Und Latsch auf sein Gesicht. Nice. Ne, das ist alles. Ich habe die Jungle-Route hundertprozentig so abgestimmt, dass es genau passt. Ne, das ist ganz wichtig, wenn ihr nah Jungle spielen wollt. Ich werde da vielleicht auch mal ein Guide zu machen. Timings ist das Allerwichtigste, Leute. Stell mal auf, du hast was auf dem Stuhl. Ja, mich. Quasi. So, wir gönnen uns jetzt die hier. Na, die snacken wir uns jetzt. Wir können auch mal gleich gucken, ob wir irgendwo was ganken. Wer ist schon gestorben? Oh, Leute, sind ja schon drei Botlane schon gerippt. Sehr gut. Sehr gut. Zack, nehmen wir den mit. So, hallo, der Destruktive. Welcome, Merino. Sollen wir shoppen gehen? Ne, eigentlich habe ich noch kein Geld. Wir versuchen sonst den Golem zu snacken. Eigentlich wollte ich auch ganken, aber irgendwie habe ich kein HP, würde ich so sagen. Ich weiß nicht mehr, ob wir die Dinger hier noch schaffen, aber die outplayen wir einfach. Im Zweifel einfach outplayen. Ja, so, zack, bang. Auto-Tag into Q, into einsammeln, into Smite. Zack. Sehr gut. Ja, easy, squeezy, hier überall Auto-Tags drauf spammen, damit die ordentlich burn, die Boys. Das sind die Burning Boys. Oh, komm schon. Ei. Ei. Ah, verwandel dich. Ah, ich hab noch, wir brauchen noch zu viel. Help. Ah! Help! Set help! Oh, danke. Help ist angekommen. Wupp! So. Boah. So, Rode Machete ist da. Ab jetzt können wir richtig Gas geben. So, wir gehen was ganken. Ich würde sagen, entweder Midlane, Toplane oder Botlane. Logischerweise. So. Toplane ist halt Mundo, man. Der hat zum Glück Magieresistenz gekauft und wir haben einen AP-Diener, das ist gut. Aber. Ja, irgendwie gibt es gerade keine Möglichkeiten, was zu gängen. Ich glaube, die Papageien sind richtig madig zu gängen. Wir gehen mal Toplane. Ich glaube, das macht keinen Sinn, aber dann gehen wir mal in der gegnerische Jungle. Das ist halt der ist halt Mundo, Alter. Der geht eh nicht kaputt. Snacken wir uns hier den Gronkh, der ist nämlich da. Ich sag euch, den gönnen wir uns jetzt. Ja, vielleicht die Wölfe? Vielleicht den Cassadin? Leute, ich brauche Essen, ich hab Hunger. Help!
Ich kann nichts ganken, guck dich das an. Gepusht, gepusht, gepusht. Ich meine, ich könnte jetzt einfach farmen, aber ich möchte ganken. Ich bin noch. Na, die größte Stärke von Nah ist Gank. Können wir? Alter, wie heißt das Ding? Ihr. Schaufelmeister töten? Wenn wir den. Ja, jetzt. Das wäre perfekt. I'm coming. Ja, ja. Der perfekte Urino. Der perfekte Urino. Und draufgesprungen. Einfach draufgejumpt. Da gönne ich mir, Alter. Und den gönne ich mir auch. Und das ist mein Dribble. Der Dribble. Der Dribble. Da gehen wir deep. Da gehen wir deep. Oh, das wäre mein Dribble gewesen. Ja, ein Gank. Sofort zwei Kills. Da kann man sehen, wie stark Nah tatsächlich ist. Also. Ja, gracias. Gracias, gracias. Das kam mir vor so ein bisschen wie Super Mario. Springst auf den Gegner drauf und zack, ist er weg. Ja? Wunderschön. Wunderschön. Jetzt können wir uns ordentlich Jungle gönnen. Was? Stoppen Sie das. Sie sind verhaftet. Hier, ein Bumerang. Zack. Gibt ja tatsächlich Leute, die mich dafür flamen. Also nicht... Also in der Facebook-Gruppe habe ich das letztens gesehen, hat jemand gesagt, da hat jemand Sejuani Toplane mit Tiamat gespielt. Und da wurde dann... Hä, ist das von diesem Lesky Q oder was? Ey, oder hat der das hier schon wieder etabliert, dass die das jetzt spielen? Also Sejuani Toplane ist jetzt nicht von mir, aber... Also... Ja. Nice Arena Grande. Nice Arena Grande. So, den gönnen wir. Boah, wir haben einen ganzen Jungle ready. Das ist ja der Dream of McDreaming. Hier und... Oh, ich wollte gerade meine W machen. Jetzt gönnen wir uns noch eben den Red Buff. Oder gehen wir... Sollen wir das Attack Speed Jungle Item kaufen? Ja, nein, vielleicht. Macht das Sinn? Ja, nein, vielleicht. Macht das Sinn, das so früh zu kaufen? Oder lieber Rune King, Leute? Ich glaube, wir gehen lieber auf Rune, oder? Oder sollen wir direkt Rage Play? Also wir bauen den Onit, denke ich. Oder gehen wir auf Crit? Boah, ich weiß es nicht. Es gibt so viele Fragen. Ich glaube, das Jungle Item... Ja doch, wir gehen mal komplett auf. Dann gehen wir noch eben hier die Papageien einsammeln. Dann haben wir auch genug Moneten. Ah, ist so süß. Ah, es ist so süß. Ich glaube, das schaffen wir nicht, Leute. Safe. Diesmal safe. Wobei, ich hab Smite. Damit Smite geht's. Zack. Zack. So. Tech-Speed Jungle Items muss. Also, ich bin immer noch der Meinung, dass das hier ein Late-Game-Item ist. Und dass es nicht gut im Early-Game ist. Das ist meine Meinung, aber... Es macht hier, guckt euch das an. Es macht Abilitia, Passiva, Unica, Inflagino, Infligono, il 4% del Salute, Massimata del Bersagalio in Dani Fisico, Bonus sul Corpo. Massimo. Massimo 75 Contro, Prostine e Minna. Ja, Kappadinos, Alter. Da, nicht dein Ernst. Jetzt gehen wir auf Schaufelmeisterjagd. Oder ich hole mir wieder sein, aber holy shit, jetzt wird geschaufelt. Jetzt hat es sich ausgeschaufelt. Das Ding ist, ich glaube, wenn wir. Ich glaube, wenn wir den Schaufelmeister finden, dann schaufelt er mich weg. Das wäre die Theorie, I guess. Wer bist du? Guten Tag. Einmal bitte die Fahrkarten. Ja. Oh Mann! Nervt doch nicht. Jetzt kriege ich den Red Buff nicht, oder was? Wegen diesem Spast? Der ist eh schon weg, ich sag's euch. Beziehungsweise ist der Schaufelmeister gerade hier am... Schaufel? Könnte sein, dass die immer noch hier ist. Ja, die schaufelt gerade, Leute. Hä? Nee. Okay, nein, nein. Dann gehen wir Botlane ganken. Let's go. Let's go. Könnte ich hier noch ein bisschen Stacks aufbauen? Stack. 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 Hä, wo kam das Wort her? Wollte mich... Okay. Let's go, Govris. Ja, Smite ist drauf. Der Bumerang ist auch da. Und der Sprung. Whee! Hä? Ja, das ist gut, das ist gut. I like this, I mock this. Ja, Dresch, das ist ein kleines Problem. Ganz kleines. Ganz kleines. AB! Oh, aber ich hab noch ein Assist bekommen. Schade, Marmelade. Smack. 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 Das sieht so lustig aus, wenn er so schnell angreift. Frango. Oh, ne, okay, den lassen wir stehen. Dann, wir könnten zum Infernal Dragon gehen. Leute. Warum spielt keiner Orion Sol? Das ist die Frage, weil Orion Sol schwer ist, glaube ich. Weil er ein schwerer Champion ist. Wo ist eigentlich die komische Girl hier? Schaufel-Girl. So, hier guckt ihr das an, wie das Ding umfliegt. Also, ne, dafür Level 6 ist es okay.
Das ist okay. Schalten, leider kommt Mrs. Schaufling. Ich muss mal pull out. Pull out. Pull out. Oh, ihr seid doch Traudelköpfe, Alter. Aber zum Glück hat Draven den secured. Alter, hier geht schon wieder los. Was ist denn hier going? Muss man ganz kurz Repositionierungsmaßnahmen. Ah! Den töten wir. Ah! Jetzt. Bam und bam. Ja, schön. Und ein Gesicht in deinen Stein. Einen Stein in dein Gesicht, meine ich. Gesicht in deinen Stein, Leute. Ja, was ist denn hier los? Ihr mag dies. Das ist okay. Jump und Stein. Oh. Kann ich ihn einsammeln als Minina? Oh, nice. Na, jetzt langsam rasten wir komplett aus, Leute. Zack, zack, zack. Stopp, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, 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 bitte nicht, bitte nicht. Oh. Das musste ja irgendwann kommen. Das ist tatsächlich nur passiert, weil Nah absolut nicht viable ist im Jungle. Der einzige Grund, dass er gerade funktioniert, ist, weil ich so ein extrem guter Spieler bin. Holy shit, Nerf Jungle. So, wir gönnen uns Schuhe und jetzt kaufen wir Rageblade, hätte ich gesagt. Oder Rune King, Leute. Brauchen wir beides. Was meint er? Oh, hier in der Mitte geht schon wieder los. So, ich habe noch eine Rache mit euch vor, ihr kleinen Reuden, Alter. So, jetzt machen wir WA2, würde ich sagen, oder? Weil wir machen ja richtig unnötig Damage hier. Ja, guckt euch das an, wie der hier gebürstet wird, Leute. So, weiter geht's. Weiter geht's. Oh, geile Musik, oder? Komm, Le Urgot. Ja, dann fahr mich. Wenn du weg bist, fahr mich. Ja, oh, schade. So, wir gucken mal, diesmal wollen wir uns unser... Leute, wir könnten eigentlich trappen. Sollen wir? Das Ding ist, wir schaufeltrappen den jetzt, Leute. Wenn wir gleich der Red Buff kommen, dann stellen wir dem eine Falle. Das ist der Plan. Ich weiß nicht, ob ich ihn fighten kann. Ja, wir sind nahe, Alter. Ich bin 2-7, ja, Mai. Also, es könnte gefährlich werden, aber ich glaube, wir trappen den, Leute. So, der ist nämlich schon da oben in the area. Der kommt jetzt bestimmt gleich schon rüber. Gleich. Das Problem ist, meine Form läuft jetzt passend aus. Was nicht ganz so geil ist, aber... Eigentlich, ich kann ja den Red schon mal einsammeln, das weiß er ja nicht. Dann habe ich schon mal einen kleinen Vorteil gegenüber ihm. So, jetzt müssen wir stehen bleiben. Damit er mich nicht sieht. Oh, der geht echt in die Mitte. Weiß er jedes Mal hier an meinem Red Booth und jetzt nicht. Dann gehen wir zu seinem wieder. Na 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 na. Leute, ich will auch was vom Kuchen. Die Botlane rastet ja komplett aus. Das Problem ist, er sieht mich ja, wenn ich da hier laufe. Das heißt, wir dürfen uns nicht bewegen. Oder er geht nach unten. Kann auch sein, dass er nach unten geht. Ja, er geht nach unten. Ja, ich bin auch gleich da. Okay, Monami, töte ihn. Alter, alles klar. Ich bin aber da, ich save dich. Gesaved einfach. Ich habe ihn, also fast, also ja. Also er ist leider tot, aber... Ah, help. Ich hab's getried. So, ich habe gleich die Mega-Nahform. Eigentlich sage ich relativ wenig HP und Nami. Hier, Leute. Ich würde dafür sogar gehen. Leider habe ich mich jetzt schon verwandelt und lunisiert. Miau! Fango! Oh, was? Er überlegt mit 3 HP. Wirklich? Ah, Urgot schießt seinen Zapfen da hinten hin. Sein Zäpfchen. Schießt das Zäpfchen auf den. Ist das ein... Trifft das auch Minions? Nee, oder? Ich weiß es gar nicht. Werden wir jetzt sehen. Ich glaube schon, sonst wird er da nicht so krabbeln. Okay, nee, anscheinend nicht, oder? Nee. So, also erst Rageblade. Ich glaube, wir gehen erst auf Rune King. Let it be. So. Ja, Great Scott vielleicht nicht, wenn ich gerade im Game bin, so für Spam. Ne? Also, ich Kindred habe ich, glaube ich, aber gar keinen Bock drauf. Na, ich glaube, Kindred ist... Ja, vielleicht mal Kindred Midlane oder so. Also, mal gucken. Ich weiß nicht. Mal sehen. So, wir snacken uns hier den Gronkh.
Den werden wir jetzt hier. Jetzt haben wir immerhin mal ein bisschen AD. Wir haben ja leider Full Attack Speed, deswegen ist es auch klar, dass wir keinen Damage an dem Varus machen. Zumindest nicht mit meiner Ult oder mit meinem. Also es war schon Damage, ne? Es war aber nicht der krasseste auf Welt, wo gibt. Rek'Sai nervt mich aber schon dezent, muss ich sagen. Na, wir nehmen uns mal die hier mit. Zumindest den großen nehmen wir. Der Rest kann mich mal einschalten. So, der macht hier unten 1v2. Das kann der wohl auch. So, jetzt gucken wir uns das Attack Speed mal an. Klatsch, 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 klatsch. Naja, macht da unten halt wirklich 1. Naja, wohl. Wobei, macht er nicht. Ja, dann ist jetzt mein Moment, 1v2 zu machen. Aber Kassin ist schon eklig, weil der. Selbst wenn du ihn mal. Der haut da drauf und die sind einfach weg. Okay, pass auf, Leute. Frengo! Oh, Jabo! Jabo, komm! Jabo, 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 Jabo! Komm schon, ich hab gleich noch einen Bumerang. Eins Bumerang. Sehr. Okay. Wenn das nicht broken ist, dann weiß ich auch nicht. So. Naja, hält sich noch an Grenzen, aber ist okay. So, was für ein Drake kommt da? Air Drake. Air Drake. Na, ist halt schon, ne? Das ist so der Dream aller Girls, muss man einfach sagen. Er ist schon knuffligen. Ein kleiner Knuffliger, du. Ich glaube, maximal als zweites die E normalerweise oder. Ne, ich glaube wirklich die W sogar. Das würde, glaube ich, sogar Sinn machen, oder Leute? Kennt euch jemand aus? Kennt euch jemand aus? Mit einer. So, was können wir machen? Ich bin unterwegs. Leute, hier kommt der geilste Gang der Welt. Okay. Never mind. Never mind, Leute. Kommt man da echt nicht rüber? Ich glaube, mit der Mini-Nahe, der Sprung geht ein bisschen weiter. Mit dem komme ich, glaube ich, rüber. Jetzt fucken die mich hier gleich bestimmt ab. Hier passiert was. Ich bin aber da. Frengo, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's. Ja, 600, geschön, ein Mock ist. Hier nochmal, ich könnte da rein, aber ich bin dann instant tot. Klatsch, 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 klatsch. Jetzt haben wir den Tor. Ja, 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 ja. Ah, ah, nein, ja, hier raus mit dir. Und hier nochmal. Ah, okay, okay, okay. Können wir den was machen noch? Können wir was machen? Ja, können wir. Sieht gut aus, sieht gut aus. Wir haben sogar ausnahmsweise mal nicht. Yeah, Intet, help! Nö! Na, ich weiß, es beschweren sich immer Leute, dass ich so viel schreie, aber das gehört halt einfach dazu. Das sind Emotionen. Emotionen, die. Das ist das Wichtige. Das ist aber auch ein Temperamento Italiano. Italica. Ja? So. Gehen wir noch weiter, Leute? Ich würde ja. Ich mache jetzt meinen Nun King fertig. Ich habe die Hose voll. Beziehungsweise gar nicht erst an. So, Red Buff würde ich auch noch gönnen, aber ich glaube, dass. Meiner! Oh nein! Ups, oh lol. Ja, okay, dann hast du Red. Also, eigentlich, ich brauche Red Buff. Ja, okay, ich lasse ihn das. Die Reinigungskraft schmeißen mich aus meinem Zimmer. Ich bin raus. Bist du im Hotel oder was? Ja, crazy. So, das haben wir und jetzt kennen wir uns noch Rageblade, Leute. Dann kann uns niemand mehr was. Dann sind wir broken. As hell. Zack. Oh, die Inten da nochmal ordentlich rein, die Boys. So, jetzt kommen die Auto-Tags, Leute. Bap, bap, bap. Ja. Da kann man schon mit arbeiten mittlerweile. Gönnen wir uns auch noch Blue Buff. Reported. Forfeit. Wie oft sind die gestorben? Obwohl, eigentlich sind die schon 5-mal. Hallo, was ist denn da los? 5-mal gestorben. Ich glaube, es hackt. So, zack. So, jetzt gucken wir mal das Attack Speed an hier. Dong, 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 dong. Jetzt fehlt nur noch das Rageblade, Leute. Rageblade wäre amazing. Der amazing Rageblade nah. Bald schon im Kino. So. Ich
Ich würde ja gerne mal für einen Trade gehen, um zu sehen, wie viel Power wir haben. Da ist ein ebenbürtiger Gegner. Ebenbürtig. Let's go! Ja, das ist okay. Das ist okay, actually. Da kann man mit leben. Actually. Na okay, wo ist unser nächster Gegner? Hier ist bestimmt der Schauflomat. Schauflomatenwurf. Ich hab ihn geklaut. Ja, voll gut. Hier, nochmal den. Ah, da ist er noch. Lol, ich dachte, ich hätte ihn wegge... Hä, das war voll komisch. Ich war so am Schaufeln, aber er war auch am Schaufeln und dann war das Counterschaufelung. Ja, lol. Das war halt so voll komisch. So. Ich dachte so, ich hätte ihn weggeschaufelt, aber dabei war der noch am Schaufeln. Ja, Mai. Hier, Stein für dich. Oh, lol, das ist gar kein Stein. Hä? Wirklich? So, Rageblade ist fertig. The Amazing Rageblade, na Leute. Bald im Kino von DC Marvelverse. Ja, das war's. Schöne Runde. Hat mir gemundet. Ja, later.